Bei Bananen muss ich immer an die Bananenfrau denken. Kennst du die nicht auf Instagram? Die isst immer so zum Frühstück erstmal 7 Bananen. Macht sich ein Smoothie aus den Bananen, dann isst sie in der Zwischenzeit noch eine Banane. Dann gibt es abends nochmal 8 Bananen. Acht Bananen. Ja, die isst nur gerade nur Bananen. Jetzt immer, wenn ich Bananen sehe, kann ich nicht an nichts anderes denken als an die Bananenfrau. Ramadan Tag Nummer 5. Ui, seht ihr, ich sag doch die Zeit rein. Schon der 5. Tag. Und ich bin heute im Katastrophenmodus. Wir haben es jetzt gleich 17 Uhr. Und ich habe noch nichts vorbereitet. Ich dachte, ich probiere heute mal was Neues. Ich habe. Mein einziger Struggle dieses Jahr ist nicht irgendein Hunger oder Durst oder so, den ich habe. Nein, das ist zwar bei mir nie ein Problem. Nein, es ist der Schlaf. Ich habe euch ja gezeigt, ne, dass ich ja aufstehe, so kurz vor 3, um das nächtliche Frühstück vorzubereiten. Und dann gehen die Kids ja direkt nach dem Essen und dem Morgengebet ja nochmal schlafen, bis sie dann zur Schule aufstehen. Und ich nutze halt immer die Zeit, ich räume dann immer die Küche auf, weil meistens ist nach dem Abendessen, also nach dem Fastenbrechen, mache ich die Spülmaschine voll und da bleibt immer noch irgendwas liegen, was ich abwaschen muss, sei es mein Holz, ne, Schüssel, Besteck und so weiter oder meine Emailletöpfe, Gusseisentöpfe und so. Das geht ja alles nicht in die Spülmaschine, das bleibt dann immer liegen. Und da wir dann nachts ja nochmal essen, kommt dann nochmal mehr Geschirr dazu. Ja, und dann räume ich gerne die Küche auf und dann setze ich mich hin und schneide in Ruhe das Video, beziehungsweise so viel wie möglich und lege mich dann halt so gegen 7.30 Uhr, 8 Uhr spätestens nochmal hin und stehe dann so spätestens 10:30 wieder auf, schneide dann nochmal das Video zu Ende, lade das hoch so und dann geht es dann halt wieder hier so weiter, ne? Ja, und gestern, weil das Ding ist halt, dass ich halt immer so einen kurzen Schlaf bekomme. Also ich gehe dann immer spätestens 11 Uhr versuche ich im Bett zu sein und wenn ich kurz vor 3 aufstehe, also dann habe ich halt immer nur so 3 bis höchstens 4 Stunden Schlaf und dann nochmal morgens schlafen, auch nochmal so 3 Stunden, wenn es hochkommt. Das ist halt immer so eine kurze Schlafphase, habe ich gemerkt. Und deswegen bin ich um 5 schlafen gegangen. Genau, 5 Uhr morgens, also direkt danach dem Morgengebet, da habe ich mich dann hingelegt und habe dann bis kurz nach 10 geschlafen und das war dann halt so ein bisschen eine längere Schlafphase. Es war ein bisschen besser, habe ich gemerkt. Ja, aber dann musste ich mich ja hinsetzen und das ganze Video schneiden. Und ja, ihr wisst das natürlich nicht, da ist ein bisschen viel Arbeit dahinter. Ja, und habe dann eben 4 Stunden am Stück gesessen und geschnitten. War nicht so gut, also ist doch immer besser, wenn ich das so ein bisschen aufteile. Weil es ist jetzt eben spät geworden. Erstmal Video geschnitten, dann noch die Küche aufgeräumt, Abwasch gemacht und so weiter. Ja, hat jetzt sehr viel Zeit genommen und ich warte jetzt hier eben, dass das Video, das ihr hoffentlich dann ja schon gesehen habt, hochladet, noch 15 Minuten. Also auch gestern ist das Video ein bisschen später online gegangen. Ne, normalerweise habe ich es jetzt mal so 16 Uhr gemacht, jetzt wahrscheinlich heute kurz nach 17 Uhr ist es online. Also dass ihr mal so wisst, ne, wieso mein Tag aussieht, weil ich ja halt immer nicht jede einzelne Minute mitfilme. Ne? Ich versuche auch immer so ein bisschen täglich ein bisschen unterschiedliche Eindrücke mit einzufangen. Klar, immer das, was wir essen. Aber ich filme halt auch nicht jetzt jedes einzelne Gebet, was wir machen und so weiter. Ne? Also, damit ihr Bescheid wisst, das sind halt immer einzelne Momentaufnahmen. Und ja, weil ich jetzt so knapp bin, gibt es heute keinen Nachtisch. Na, wir haben ja noch ein bisschen von den Snickers, ne? Von den gesunden Dattel-Snickers. Wir haben ein bisschen heller Gummibärchen, hat Maddie mit ihrem Vater letztens eingekauft. Das können die Kinder heute naschen. Und ich mache heute was ganz Schnelles. Nichts aufwendig. Ich mache einmal eine Zucchini-Cremesuppe und wieder einen schönen gemischten Salat. Und dann mache ich Mante. Also Mante sind diese kleinen Teigtaschen, gefüllt mit Hackfleisch. Die gibt es aber auch in vegan zum Beispiel, mit Joghurtsoße und so ein bisschen Tomatensoße. Und die Mante sind bei mir im Gefrierfach. Die sind fertig gekauft. Die habe ich nicht gemacht. Habe ich aber auch mal vor, weil eigentlich ist das wirklich eine Sache, wo man viele Hände dafür braucht. Ne? Das sind ja wirklich so mini, mini, kleine Teigtaschen gefüllte. Und es ist ja viel Arbeit, aber das ist etwas, was man eigentlich schon mal mit den Kindern machen kann. Heute mal eben was fertig gekauft ist, aber es muss halt eben auch mal schnell gehen. Und ich merke halt, weil es ist jetzt langsam meine Phase, ich habe wahrscheinlich nächste Woche meine Periode und deswegen bin ich jetzt auch schon so wieder, das ist so ein bisschen meine
Down-Phase. Alhamdulillah, also ich habe nicht mehr diese schlimmen PMS-Beschwerden. Das hat sich wirklich sehr gut reguliert. Also an alle meine Mädels, die Hormonprobleme haben, bitte achtet auf Magnesium. Also seit ich Magnesium täglich einnehme, geht es mir viel, 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 viel besser, Alhamdulillah. Ich habe wirklich kaum noch Beschwerden. Es ist halt nur so, ich merke halt wirklich so, die letzte Woche ist dann bei mir so, da werde ich ein bisschen schlapp, ein bisschen müder, ich will ein bisschen mehr schlafen, ein bisschen mehr relaxen. Ist ja auch natürlich, sollte man auch machen. Das sollte man sich auch gönnen, wenn der Körper danach verlangt. Ja, also ich mache jetzt die Suppe, ist eigentlich ganz, ganz einfach. Und das Mantel, wie gesagt, da muss ich nur kochen und den Joghurt anmischen. Und also wie gesagt, das geht jetzt schnell. Also lasst uns starten, damit wir dann abends schön chillig mit einem Tee sitzen können. Für die Zucchini-Cremesuppe brauchen wir einfach nur Zucchini, eine Kartoffel, Zwiebel, Knoblauch, dann ein bisschen Gemüsebrühe. Es ist so wichtig im Ramadan, dass man beim Fastenbrechen wirklich nicht viel isst. Es sieht bei uns ja viel aus, weil hier sind 10 Personen. Unsere Kids, die essen wirklich nicht wenig und die sind ja gerade mitten in der Pubertät, mitten im Wachstum. Hier, da ist das normal, dass die schön viel essen. Aber ich achte halt immer, also ich esse wirklich so einen kleinen Teller Suppe und dann immer so ein bisschen was vom Hauptgang. Brot wirklich nur so ganz, ganz wenig. So wirklich so ein kleines Stück Fladenbrot. Und dann schön Salat. Weil als wir an dem Tag, wo wir das Schnitzel hatten, da hatte ich eigentlich auch nicht viel gegessen. Aber das war dann halt schon so ein bisschen, ne, ein deftigeres Gericht, ne, mit den panierten Schnitzeln und die Kartoffeln. Und das habe ich gemerkt. Aber dann ist man so abends so richtig so, boah, da hast du gar keine Kraft zu gar nichts mehr. Willst am liebsten nur noch schlafen gehen. Das ist wirklich nicht gut. Also man muss schon wirklich achten. Gestern ja auch. Genau, gestern war ich ja beim Sport und da habe ich extra noch weniger gegessen. Wirklich, also ganz wirklich von alles nur so ein Löffelchen. Und dann war ich beim Sport und dann bin ich nach dem Sport wiedergekommen und habe mir da nochmal ein Telleressen gemacht und das gegessen. Und das war viel besser. So kann ich wirklich empfehlen, dass man da so ein bisschen lieber ganz wenig isst und dann nochmal später nochmal eine Kleinigkeit oder so. Anstatt, dass man sich da so den Magen voll schlägt, was leider viele machen, aber ja, ist halt oft so, ne, wenn man dann halt den ganzen Tag nichts isst und dann kriegt man halt wie so eine Art Heißhunger, ne, also man dann auch, will man futtern, aber es ist halt auch nicht der Sinn von Ramadan, ne, und wenn man sich das Ganze ja auch so wissenschaftlich betrachtet, da gibt es ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Studien, man kennt ja auch, es ist ja auch ein Intervallfast, ne, weil manche schreiben ja auch so unter den Kommentaren, das ist doch kein Fasten, was ihr macht, am Abend sich so den Bauch vollschlagen und so. Ja, natürlich, das ist ja auch kein Fasten, was manche machen, 30 Tage, keine feste Nahrung und nur Säfte und Brühen und Tees. Na, das ist ja was anderes und das, was wir machen, ist ja Intervallfasten. Ne? Im Intervallfastenmodus lebe ich ja sowieso schon, seit die Sechslinge auf der Welt sind. Das habe ich ja erst vor ein paar Jahren durch meine Community erfahren, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Die meinten, du machst ja Intervallfasten, weil ich halt immer total spät erst esse. Ich habe immer morgens am meisten Energie, wenn ich halt nicht direkt was esse. Ne? Deswegen trinke ich dann auch immer gerne mein Kefir, weil ich habe dann halt Energie, aber ich bin halt nicht so... Ja, voll gegessen, ne? Und bin viel produktiver. Und wie gesagt, ne, mittlerweile gibt es halt viele Studien auch zu Ramadan, was halt in der Zeit, während man halt nichts isst und auch nichts trinkt, was halt im Körper passiert, ne? Weil die Verdauung, ne, der Magen, das ist ja... Auf jeden Fall ist unser Körper ja den ganzen Tag mit der Verdauung beschäftigt. Und während man halt nicht isst, ist der Körper damit entlastet und kann sich so auf andere Dinge fokussieren. Aber ich denke, da findet ihr viel online dazu, falls euch da das Thema nochmal interessiert. Ich habe hier und da eben mal was gelesen oder Studien gesehen, die das gezeigt haben. Das Video ist fertig. Kein Problem gefunden. Vorabprüfung abgeschlossen. Schließen. Dann gehen wir mal auf öffentlich. So. Video öffentlich. Veröffentlichen. So. 17:20. Mal ein bisschen später. So, die Zwiebel kickt rein.
Was sind die tiefgefrorenen Mante, die wir immer kaufen? Ich glaube, mein Mann kauft es immer bei unserem Fleischer, der verkauft die. Das sind halt frische, also frische gefrorene Mante. Die können wir empfehlen, die sind sehr, sehr lecker. Feine Werbung. Aber die schmecken wirklich sehr gut. Es gibt ja auch diese im türkischen Supermarkt, diese mit Soja gefüllten, ne? Die sind dann auch vegan, wenn jemand vegan unter euch ist. Die sind aber getrocknet, ne? Und die getrockneten, die sind aber nicht so schön, finde ich. Die quellen so richtig auf, die sind so ein bisschen pappig dann nach dem Kochen so Dings. Aber die sind wirklich lecker. Die braten wir auch ein bisschen an. Auch hier ein bisschen Mehl, so ein Esslöffel würde ich sagen. Kartoffel dazu. Gießen wir das Ganze auch schon mit Wasser auf. Natürlich wie immer überall meine Gemüsepaste. In eurem Fall vielleicht eine Gemüsebrühe. Gekörnte, was ihr da habt. Und jetzt lassen wir das Ganze erstmal weich köcheln. Und in der Zwischenzeit können wir den Salat machen. Ich schnippel jetzt den Salat, auch wieder heute klassisch, weil es den Kindern so auch am liebsten schmeckt. Der jetzt gestern, der Salat, das war ja jetzt so meins, ne? Das war jetzt nicht unbedingt the favorite von den Kindern. Aber so klassisch mit Tomate, Paprika, Gurke, Avocado, rote Zwiebel und dann Feta-Käse. Passt auch immer so gut in Salat rein. Ich weiß auch nicht warum. Falls ihr euch fragt, das ist so unser Liebster. Voll so heute, als wenn es so ein Werbevideo ist, ne? Den mögen wir am liebsten. Da gibt es ja mal viel Auswahl. Aber der ist lecker. Ja, ein bisschen Blattgrün wasche ich noch. Und das war's. Dressing ist auch wie immer das Gleiche. Ich mache immer das Gleiche rein. Aber ich zeige euch mal die Tage einen ganz leckeren Salat mit Quinoa und Brokkoli und was war da noch alles drin? Boah, das ist eigentlich schon so fast wie so ein Gericht für sich alleine. Der ist auch sehr, sehr lecker. Oh, jetzt langsam komme ich zu mir. Ich habe, glaubt mir, weil ich die ganze Zeit am MacBook gesessen habe und das Video geschnitten habe, das hat mich auch nochmal so richtig müde gemacht, weil das war zu viel. Es waren 4 Stunden am Stück am Computer sitzen, das ist ein bisschen zu lang. Deswegen sage ich, nee, es ist doch wirklich besser, wenn ich nachts ein bisschen was mache und den Rest morgens, weil alles auf einmal ist too much. Ja, aber ihr seht, es geht schnell. Suppe, Salat, die Mante müssen nur kochen. Den Joghurt muss ich nur mit ein bisschen Salz und Knoblauch verrühren. Und die Tomatensauce auch nur verrühren. Also das geht super schnell. Wenn es mal schnell gehen muss, ne? Aber ich denke, wir gönnen uns auch noch mal, einmal so draußen essen zu gehen. Das können wir uns auch mal gönnen. Ne? Nee. Na, mach mal. Was denn? Burger? Burger oder Döner? Oder was? Oder war das Hamsi? Hat aber auch gesagt. Fisch. Ja, Fisch esse ich auch gern lieber draußen. Stinkt die Bude nicht. Petersilie mache ich auch noch rein. Nur waschen. Oh, ich freue mich dieses Jahr inshallah wieder auf unsere eigenen Tomaten. Ich glaub's mir, ich habe jetzt erst angefangen, so Tomaten zu kaufen. Es ging für mich gar nicht. Nachdem wir selbst die ganze Zeit so lange Tomaten hatten aus unserem Garten, konnte ich nicht welche kaufen, weil das war so erstens geschmackslos, so 2 Wochen, dann ein bisschen machte, dachte ich so einfach keinen Sinn, Tomaten zu kaufen. Dann essen die halt eben keine Tomaten, ne? Jetzt erst so habe ich angefangen, Tomaten zu kaufen, damit ich mehr was machen kann. Schauen wir mal, was der Hikmet alles so einpflanzt, was wir an schönem Gemüse haben werden.
in das Süppchen. Dann kommt wieder ein Becherchen Sahne. Salz hatten wir auch noch keins drin. Und ganz klein wenig Schärfe, bei der Suppe schmeckt es wirklich sehr gut, wenn die so ein bisschen scharf ist. Und ich habe noch ein bisschen Thymian. Kann man reinmachen, muss man jetzt nicht. Für die Mante benötigen wir Joghurt. Ich habe jetzt hier den eben von gestern. Ihr seht, der ist fertig. Der ist stichfest. Und lecker. So. Das reicht. Und den vermischen wir einfach nur mit Knoblauch und Salz. Mehr nicht. Und für die Tomatensauce, oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Tomatensauce ist es jetzt nicht wirklich. Das ist jetzt Butter mit Tomatenmark. Das wird jetzt so ein bisschen angebraten. Dann eine ganz wichtige Zutat. Hier ist die Minze. Auch nicht sparsam sein. Ruhig unsere Minze, Minze. Und dann mache ich immer ein bisschen Wasser mit dazu, damit das so ein bisschen cremiger, sämiger wird. Und das war es auch schon. Nochmal kurz aufköcheln. Die Mante sind jetzt auch fertig. Noch eins, dass die warm bleiben. Ekmek ne yiyor o zaman? Acıktı mı sen? Bu ve gurka. Du hast doch gerade geschlafen. Sie hört, dass wir essen, sie kommt sofort. Luna Blacky nicht? Çekirdek seviyor. Ah, was magst du nicht? Ich sag euch, Tofu ist keine Katze. Sie ist keine Katze, sie ist ein Hündchen. Sie tut nur so, dass sie eine Katze ist. Die ist eine kleine Hündchenrasse, die aussieht wie eine Katze, weil die ist nicht normal. Wir haben drei Katzen. Die anderen sind ja europäisch kurzer, ne? Und sie ist britisch kurzer. Luna hat aber noch Norweger in sich, ne? Und Tofu ist die einzige, die Gurken isst. Die isst sowieso alles. Luna ist unsere Königin Elizabeth. Niemals würde die alles essen. Special. Blackie, der ist nicht so special. Aber der würde jetzt nicht so normale Menschensachen essen. Aber Luna ist sogar bei ihrem Katzenfutter wählerisch. Die Kinder sitzen, haben ihre Handyzeit gerade. Heute ist ja Freitag, ist mir gerade eingefallen, ne? Die haben ja jetzt, normalerweise schicke ich die ja, ich schicke die normalerweise schon um 21 Uhr ins Bett. Ja, normalerweise. Jetzt ist ja für euch Wochenende. Da wollen sie durchmachen, aber ich weiß nicht, ob die das heute machen. Das ist ja für die auch nochmal so im Ramadan. So ein Special machen wir ab und zu am Wochenende, dass sie dann so durchmachen dürfen bis zum Morgengrauen. Morgengrauen.
ist im Morgengrauen, aber das ist viel zu, das schafft er niemals. Kicken wir mal, was wir hier denn so schön nicht haben von euch. So, ich sehe ja immer bei mir im YouTube-Studio, sehe ich ja mal die neuesten Kommentare, egal zu welchem Video. Ah, das ist süß, gerade eben vor 19 Minuten eingetroffen. Ich finde es immer sehr lieb von dir, wie du dir die Mühe machst, immer die täglichen Videos hochlädst. Dahinter steckt viel Arbeit. Respekt, nebenbei noch Mutter und Ehefrau zu sein, ist sehr schwer. Wie immer bewundere ich deinen Ehemann und deine Kinder, wie sehr sie dir helfen, wenn du sie brauchst. Mashallah, richtig gut erzogen, möge Allah dir viel Kraft geben und deine Gebete und Fastentage annehmen. Allahumma, Amin. Amin. Sehr lieb, sehr schönes Kommentar. Antworten wir mal gleich. Ist halt immer ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber ich freue mich ja, wenn ihr euch freut. Und ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und supportet und immer schön einen Daumen nach oben da lässt. Tofu ist so süß und euer Essen und das Snickers sieht echt lecker aus. Wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Danke dir auch. Ja, Tofu ist ein Schnuckelpuffel. Snickers. Und Snickers hier wirklich richtig lecker. Könnt ihr auf jeden Fall nachmachen. Finde ich richtig gut. So, jetzt mach ich noch einmal mal du, einmal ich. Ich okay, habe hier ja eine gewisse Sabine Inge Meier. Hm? 4,8. Doch, oder? Ja. 5,3. Ja, du brauchst jetzt nicht die ganze Dings. Inge Meier. Mhm. Mhm. Wenn ich sehe, wie schön für den Ramadan geschmückt wird, bekomme ich Lust, meine Weihnachtsdeko wieder auszupacken. Euch einen schönen Ramadan. Also, schöne Grüße. Ich liebe deine Ramadan-Videos. Obwohl ich selber Jüdin bin, ich finde es so toll zu sehen, wie ihr diesen Monat feiert und als Familie das zusammen macht. Und als Familie das zusammen macht. Ich freue mich auf deine Fragerunde und mich würde mal interessieren, wie dein erster Ramadan für dich war und wie du das für dich erlebt hast. Vielleicht magst du ja mal was darüber erzählen. Erster Ramadan, da ich wahrscheinlich, glaube ich, war ich noch 18, weil das war dann, hatten wir verheiratet. Und da war, weil ich weiß, das war Ramadan, aber vielleicht war das auch schon das neue Jahr und dann war ich schon 19, egal, 18 oder 19. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass mein erstes Ramadan war im tiefsten Winter. Das heißt, wir hatten, glaube ich, schon um 16:30 oder so Fastenbrechen. Das war so schön, weil das war einfach so einfach, weiß ich noch. Ja, das war halt so ungewohnt, so, dass man so dran denkt die ganze Zeit, weil mein Gehirn, dieses Jahr irgendwie gar nicht, aber normalerweise ist mein Gehirn halt immer so, oh, du musst jetzt was trinken, weil ich generell immer darauf achte, genug zu trinken. Und dann, ja, komisch, dieses Jahr ist das nicht so. Aber sonst sagt immer mein Gehirn, du musst mal jetzt was trinken. Ja, war schön auf jeden Fall, dass wir noch da bei deinen Eltern waren, weil ich das da halt nochmal so richtig erlebt habe, mit dem so Essen und alles zusammen, aufstehen nachts und so weiter. Tolle Videos, ihr gebt euch viel Mühe, das merkt man. Aber ich finde die Hintergrundgeräusche in der Küche viel zu laut. Naja, kannst du leise kochen, meine Liebe? Also, ich kann die Hintergrundgeräusche leider nicht schnippeln. Ich versuche schon so beim Mixen und so weiter, mache ich da den Ton leiser. Aber ich finde es auch blöd, wenn ich koche und der Dunstabzug läuft. Ich weiß, das ist laut und das ist bestimmt störend. Ich müsste da halt Voice-Over machen, normalerweise filmen und dann ein Voice-Over drüberlegen. Aber es ist halt nochmal viel Arbeit und im Ramadan schaffe ich das nicht, meine Lieben. Weil so ein Videoschnitt ist zwischen 5, 8, wir haben schon mal 13 Stunden an dem Video gesessen. Also ist viel Arbeit und so eine Profis sind wir auch nicht. Also ich weiß nicht, wie man jetzt Hintergrundgeräusche wegmachen kann, aber trotzdem seine Stimme zu hören ist. Keine Ahnung. So, hier ist Familie Yilmaz, Nesibe Yilmaz. Salam alaikum. Mashallah, ihr seid so eine süße Familie. Mein 8-jähriger Sohn freut sich jedes Mal mit, wenn es neue Videos gibt. Die Jungs sind Vorbilder für ihn. Dankeschön. Grüße an die Familie Yilmaz. Ihre Videos sind wie ein heller Strahl in der Welt des Inhalts. Danke für Ihr kreatives Licht, das unsere Tage erhält. Das ist ein wirklich, was für ein schönes, so ein Gedicht. Ein richtiges wirklich, Gedicht. Muss ich ehrlich sagen, sehr interessanter Beitrag. Wow, danke schön. Ich kenne mich mit Ramadan nicht so richtig aus. Was ist, wenn man während des Ramadans Zeit krank ist? Muss man dann weiter fasten? Da hat schon jemand das beantwortet. Danke schön auch dafür, wenn andere dann unter Fragen auch mal antworten und so weiter. Das ist auch mal super.
Sie hat auch richtig geantwortet, sie oder er, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, nein, wenn man jetzt wirklich krank ist und sich nicht wohlfühlt, dann fastet man nicht. Die Tage muss man dann aber im Nachhinein nachfasten. Ja, ja, also generell, zum Beispiel schwangere Frauen, stillende Frauen, kranke Menschen, ältere Menschen, jemand, der nicht gesundheitlich in der Lage dazu ist, der ist nicht verpflichtet zu fasten. Ja, ja, man würde sich ansonsten noch kränker machen. Ja, und also das ist ja nur wirklich gesunde Menschen Sinn der Sache. Dürfen fasten. Ja. Mich würde interessieren, warum du den Kindern das Essen portioniert gibst. Du könntest die Töpfe in Klammern oder die Sachen für das Frühstück doch auch auf den Tisch stellen und jeder nimmt sich selbst davon. Normalerweise ist das so, die machen sich alles selber. Aber um das euch zu zeigen, bereite ich das vor, beziehungsweise jetzt, normalerweise, wenn die Kinder zur Schule gehen, die machen sich ihr Frühstück alles selber. Aber ich stehe als erstes auf, damit sie halt eben ein bisschen länger schlafen können. Und bereite das eben für die vor, dass wenn die kommen, sich direkt hinsetzen können und essen können. Und andererseits auch so, um auch euch so die Sachen zu zeigen, genau. was ich denn hier so mache, vorbereite, was wir hier dann so essen. Niemals Katze, also kann ich gut Deutsch schreiben, meine Küche, Caddy, Chokhare, Dökülür, ja, sorry, hab ich auch halb Deutsch, halb Türkisch. Ja, manche so, ne, wie kann eure Katze hier in der Küche und ne, manchmal ist sie ja hier an der Arbeitsplatte und so weiter, Katzenhaare und so. Also ich bin die Erste, die sich so von Katzenhaaren stört, aber ich habe noch nie irgendwie so Katzenhaare, dass das irgendwie ins Essen gekommen ist und so weiter. Ich achte immer drauf, zum Beispiel, wenn die Kinder die Katze hochnehmen, dass sie die zum Beispiel nicht in der Küche hochnehmen, weil es dann, wenn die jetzt von denen runterspringt oder so, dann in dem Moment so ein paar Haare fliegen könnten und dann so aufs Essen fallen oder so. Also da achte ich schon drauf. Ansonsten, die Caddy ist so, die Katze ist sauber. Ich habe hier 5 Mädels, ja, mit Haaren. Da würde ich mir eher Sorgen machen, dass deren Haare im Essen landen, als von den Katzen. Ernst, meinst du? Wir haben doch gar keine Haare. Wir haben doch keine Haare. Also die latschen mir nicht auf der Küche oben. Ne? Ja. Also da, und auch nicht auf dem Esstisch dürfen die nicht. Ne? Manchmal so im Video, dann lasse ich das so kurz für die Aufnahme, weil das dann halt ganz süß ist, wenn die dann so ein bisschen auf dem Esstisch und so rauf geht. Aber die Katzen wissen das. Die kennen das Wort Haar, das kennen die. Und die wissen, nicht auf Esstisch und nicht auf die Küche. Das möchte man nicht wirklich. Ich bleibe lieber modern Christin. Die Muslime müssen auch moderner werden. Warte, ich mach das mal jetzt in ihrem Amina Bella. Was ist die Steinzeit? Die Steinzeit lässt grüßen. Das möchte man nicht wirklich. Ich würde dich mal bitten, was für dich erstens modern bedeutet. Lassen wir mal zur Seite, dass wir eine muslimische Familie sind. Meinst du, dass vielleicht so steinzeitlich leben, weil wir noch im klassischen Sinne klassisch leben als gemeinschaftliche Großfamilie, die Wert legt auf bestimmte Werte, ne? Sowas wie früher. Zum Beispiel, wenn es nach mir gehen würde. Ich würde gerne auf dem Bauernhof leben, ich hätte gerne eine Kuh, ein paar Hühner. Dann lebe ich doch auch wie ein Steinzeitmensch, oder? Deiner Meinung nach. Ist es das, was du damit meinst? Oder was ist denn so für dich jetzt, dass jetzt Muslime, dass wir jetzt so in der Steinzeit leben? Wo siehst du, also wo siehst du die Steinzeit? Das würde mich mal interessieren. Was ist denn eine moderne Christin? Eine moderne Christin ist für mich eine Christin, die sich als Christin bezeichnet, aber eine Christin, die nicht ihren Pfad folgt. Respektiert alle Glauben. Okay, Ahmed hat gesprochen. So, ja. Ich habe hier so ein interessantes Thema jetzt. Oh, wir haben schon eine halbe Stunde so hier. Oh, 33 Minuten, Andreas, ich muss das alles noch cutten. Andreas Landfunk, 5495. Hallo. Wir haben ein tolles Projekt in der Schule über Weltreligionen. Das machen wir alle gemeinsam mit der katholischen, evangelischen, orthodoxen und islamischen Religionslehrerin. Hm. Wir waren im buddhistischen Zentrum, im Stephansdom und in der großen Moschee in Wien. Die Kinder sind voll dabei und ich habe ihnen auch dein Video von gestern gezeigt. Damit haben die Kinder Gelegenheit, mehr über das Leben einer islamischen Familie zu erfahren. Super. Oh, wow!
Daumen hoch. Das finde ich toll. Vielen lieben Dank. Das ist, guck mal, das ist toll. Freue ich mich, wirklich. Da freue ich mich drüber. Deine Ramadan-Videos motivieren mich immer noch, so schöne Essensstaffeln zu machen. Mein Mann sagte schon, dass ich nichts anderes mehr gucken darf. Das ist die Sarah 2983. Ach, verdammt, zu deinem Mann. Ja, nichts gut, anderes gucken. Das freut mich, ne? Ich musste ja meinen Mann auch erstmal so umerziehen, was so Ernährung angeht. Mhm. Ne? Erst warst du ja nicht immer so begeistert von meinem zu viel Gemüse und so. So, jetzt @m.k2582. Grüß dich. Mashallah, so eine tolle Familie. Çok güzel aileniz var, mashallah. Du machst das so schön, tolle Mama. Ich mach auch vieles selber, aber dich kann ich nicht übertreffen. Arbeite hart. Du kannst in die Nähe kommen. Spaß. Na, ich glaube, für heute reicht das. Ja. Wir können ja, wenn was ist, morgen nochmal weitermachen. Je nachdem, wie wir die Zeit finden. Also, meine Lieben, vielen Dank für euren Support, für euren Daumen nach oben, für das Abonnieren des Kanals. Na, sag mal. Ja, vielen Dank für alle. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen beim neuen. Danke. Was screenshottest du denn da die ganze Zeit? Die Nachrichten. Oh. Das war die nicht verlieren. Ne? Die sind doch sowieso da. Die gehen. Die sind doch da. Ja, die gehen unter. Die gehen unter. Ja. Die dürfen aber nicht untergehen. Ja. Also, vielen lieben Dank an alle netten Kommentare und Nachrichten. Da freuen wir uns wirklich sehr darüber. Liebe Grüße. Und ja, bis morgen.